Servus Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Total War Rome 2 Emperor Edition. Immer noch im alten Jahr. Ich kann mich einfach nicht dazu durchringen, erst im neuen Jahr wieder aufzunehmen. Aber ich meine, ich habe frei. Warum sollte ich die Zeit also nicht dafür nutzen, um etwas Spaß zu haben? Wie sieht es denn gerade aus? Es sieht gut bei uns aus, wie ich finde. Wir arbeiten uns eigentlich sehr gut voran. Beim letzten Mal haben wir es sogar geschafft, schon in Bithynien einzufallen. Lepidus unterstützt uns da auch kräftig. Der fällt hier auch überall ein. Krass, hey, was der sich eigentlich schon alles gesnackt hat. Und ich möchte jetzt so ein bisschen Battle mir mit Lepidus liefern, weil ich natürlich nicht will, dass der hier alles einnimmt. So, piss cool. Na gut, Olbia lohnt sich jetzt für mich nicht, das einzunehmen. Roxolanen. Mit Parthien bin ich nicht im Krieg. Das will ich jetzt auch erstmal nicht sein. Jetzt möchte ich erstmal Antonius weghaben. Parthien ist ja eigentlich auch gar nicht mein Ziel. Eigentlich. Excelsior. Wer ist 10 Provinzen? Ja, das, da bin ich nah dran. Aktuelle Anzahl 9. Da kriege ich 13.000. Das brauche ich dringendst. So, Afrika und Makedonien fehlen mir noch zur Kontrolle. Das heißt tatsächlich, dass ich meinen Krieg gegen Lepidus anfangen muss, nachdem ich mit dem Antonius fertig bin. Ich sollte dann aber schauen, dass ich mit den östlichen Fraktionen hier gute Beziehungen pflege. So, ihr forscht gerade die Landrückgewinnung. Mit einer wahnsinnigen Erforschungsrate von 223%. Und danach die Saatgutauswahl. So, im Hintergrund wieder traurige Elbenmusik. Übrigens war ich gestern im Hobbit, im dritten Teil in der Schlacht der Fünf Heere. Ich fand, das war ein guter Film. Es gab so ein paar Szenen, wo ich mir so dachte, oh, okay. läuft bei dir? Ihr solltet euch geehrt fühlen, dass ich euch im Namen eines erhabenen Volkes ein solches Angebot unterbreite. Ja, das können wir mal noch annehmen. Das ist schon mal ganz gut, dass wir durch seine Länder reinlatschen können. Können wir seine Städte umstellen und dann angreifen. Mein Vorschlag, oder vielmehr meine Bitte, ist ein Abkommen zur Zusammenlegung unserer Streitkräfte mit eurer beträchtlichen Stärke. Wenn sie es auch kostenlos machen, warum nicht? Ein Nichtangriffspakt mit den Parthern und sie sind auf uns zugekommen. Sehr gut. Wenn sich die Wolken zusammenziehen, suchen weise Männer nach... Die könnten uns noch hilfreich sein, wenn wir gegen Lepidus vorgehen. Wir müssen es nur irgendwie schaffen, dass sie uns so sehr mögen, dass sie sich von ihren Meistern lossagen. Dann können wir in Iberien den Krieg ganz leicht gewinnen. So, Kriegsziel verfügbar. Fraktion angetroffen. Demetai besorgt die Bevölkerung Pannonien. Wo sind die besorgt? Achso, es geht ja bergauf. Quartiermeisterbericht. Verteidiger des Magnus. Verteidigen momentan Spurius Varro. Fraktion tritt Krieg bei. Nabatea gegen Lepidus. Inspirierte Bevölkerung in Thrakien und in Illyricum. Baubericht. Ja, der ist wieder gigantisch. Aber ich kann mich eh wieder nicht um alles kümmern, so wie ich das ganz gerne hätte. So, gut. Jetzt wollte ich erstmal ihn hier über Singidunum schicken. Damit die hier neue Rüstungen alle bekommen. Das kostet 13.500. Seriously? Alter. Okay, dann schauen wir mal. Wir kriegen nächste Runde 10.000. Sollen wir einfach mal eine Runde vergehen lassen, ohne dass wir irgendwas ausbauen? Na, wobei, hier müssen wir zumindest was anfangen. Hier definitiv mal ein öffentliches Forum. Wieder einen geweihten Boden. Ich will, dass die öffentliche Ordnung entspannt bleibt. So, ob ich die Legio Longus schon weiterschicken kann oder nicht, verrät mir das Licht. So, ihr kommt definitiv mal hier rein. Pergamon. Schaffe ich die Runde nicht mehr ganz. So. Ah, die kriege ich nicht mehr im Gewaltmarsch darüber. Okay. Antonius hat anscheinend eine größere Armee rangekarrt. Muss ich definitiv jemanden zum Spionieren hinschicken. Aber da habe ich ja Selustia Pulla stehen.
Es gab niemals Grund für Zweifel, liebe Turmia. Aggressiv! Wie er ihn immer voll ins Auge sticht, ich liebe es. Wir hungern nach einer Schlacht. So. Ja, das macht ja mal wahnsinnig viel Sinn. Eins davon reicht unseren Ambitionen. Voll und ganz. Sabotieren. Ein ehrwürdiger Entschluss, wie ich finde. Gut, hier dürfte er eigentlich eh... Nee, gut, die Stadt ist am Ende. Aber Ephesus hat der Lepidus jetzt wieder verloren. Das hat er nämlich nächste Runde noch, letzte Runde noch gehabt. Gut, hier ist mir fast nichts draufgegangen. Hier lasse ich jetzt aber die Armeen mal erstmal stehen. Oh. Hallo, Legio 7 Vulkanik. Vulkanier? Vulkanier, oder? Ja, Vulkanier. Na gut, Nikomedia können sie ohnehin nicht einnehmen. Die Garnison ist zwar geschwächt, aber es steht eine fette Armee daneben. Außerdem ist der auch im Gewaltmarsch. Der wird definitiv nicht bis nach Nikomedia kommen. Lepidus hat sich hier auch Dingens gesnackt. Aha, ja. So, jetzt die, heißt die jetzt so, jetzt die Provinz? Heißt gar nicht mehr. Hellas. Das hier ist aber nach wie vor Makedonien. Hier können wir auch mal einen Schrein des Jupiter bauen. Ich finde das plus 4 Wohlstand aus allen Quellen nämlich ziemlich nice. So, weißt du was? Das restliche Geld spare ich mir jetzt mal. Ich möchte definitiv die eine Armee dafür nächste Runde aufrüsten. Ah, was hat er jetzt hier getrieben? Na, gleich mal töten den Typ. So, was macht Antonius? Blöd, dass ich die Kamera nicht mehr bewegen kann im Rundenwechsel. Das ging im Multiplayer, glaube ich, geht das. So, motivierte Bevölkerung. Sehr schön. Baubericht sieht gut aus. Aber irgendwie muss der Ephesus wieder zurückerobert haben. Ah! Jetzt wissen wir auch wie. Mit der Legio 4 Minervia. So, jetzt schnappen wir uns aber erstmal Pergamon. Hört sich an wie Sailor Moon so ein bisschen. Im Namen des Mondes werde ich euch bestrafen. Ja, ich habe das früher angeschaut und... Judge me for this. Mein Lieblingscharakter war immer der Tuxedo Mask. So, Feldpionierwerkstatt brauchen wir nicht. Das kann man ausbauen. Das Industriegebäude hasse ich auch wie die Pest, die Dinger. Bringen so viel Unruhe rein. Zu euren Diensten. Ah, da ist die verbleibende Streitmacht vom Lepidus. Wie kann ich euch dienen? Oh ne, das sollte ich vielleicht nicht machen. Lucius Censorinus. Militärsabotage hat 82% Erfolgswahrscheinlichkeit. Attentat immerhin 70. Aber 14% kriegt nur gemeuchelt davon. Alter, okay. Feind gemeuchelt. Nice one. Salustia Pulla ist echt richtig gut. Deswegen. Rang 10. Nice, baby. Nice, 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 nice. So. Poet kriegt die definitiv noch. Das finde ich richtig geil. So, ich werde jetzt hier einen neuen Agenten rekrutieren. Ihr besitzt die maximale Anzahl an Spionen. Wo habe ich jetzt noch die dritte ausgebildet? Antonia Flacker, stimmt. Die habe ich ja... Die habe ich da hinten ausgebildet. Darf sich mal hier hinbegeben. Darf ich auf keinen Fall vergessen. So, Ankyra, da steht auch eine Armee drin. Okay, jetzt zieht der Marcus Antonius seine letzten Reserven zusammen, wie mir scheint. Aber das wird ihn nicht retten. Bam. Rüstung der Stufe 3. Schilde der Stufe 3. Wir hungern nach einer Schlacht.
Geil. Ja, ich bin begeistert. Und nicht nur das. Ja, vor allem gute Ballisten. Okay, meine neuen Randprovinzen müssen definitiv so schnell wie möglich in irgendeiner Art und Weise befestigt werden. So sehe ich das. Na gut, dafür hätte ich jetzt eh nicht genügend Kohle gehabt. Das kommt jetzt nächste Runde wieder. Ich muss meinen Wohlstand weiter ausbauen. Siedlung Obert. Welt der Wunder. Pergamon. Pergamon. Das ist Pergamon, oder was? Tatsache. Viele Kunsthandwerker profitieren von der Gunst dieser Stadt bis 20% durch Wohlstand, durch Manufakturen. Soll ich es vielleicht doch mal stehen lassen? Ach komm, was soll's, ich lass es mal stehen. Wenn es da schon einen Bonus drauf gibt. So, Schiffskommandant, Weg versperrt, Salustia Pula. Wie sieht es momentan aus? 62% habe ich an Senatoren. Ich stehe nah vor der nächsten Imperiumstufe. Flotten 0. Armeen 4 von 10 Armeen, die ich haben könnte. Ja, pff. Wer soll sich das denn leisten können? Das hier bringt Wohlstand durch Landwirtschaftsgebäude. 5%, das wird sich jetzt richtig fett aufs Einkommen auswirken, hoffe ich. So, Antonius, your move, baby. Die Dakothrakische Konföderation. Mal sehen, wie lange es die noch gibt. Ich bitte euch ehrerbietig, darüber nachzudenken, eure Märkte für unsere Händler zu öffnen. So fließt es. Ja, ich würde mal sagen, mit dem Entschluss kann ich mich sehr gut anfreunden. Vor allem, weil sie mir 1500 geben. Es ist möglich, dass Worte die einzige Verbindung zwischen Völkern sind. Nicht nur Worte, mein Freund, auch Taten. Forschung abgeschlossen, Landrückgewinnung. Was einst brach lag, lässt sich wieder wertvoll machen. Politische Intrige, andere Häuser, Konsequenzbeförderung gesichert. Lucius Polonaso, naja gut. Die werden wir jetzt dann alle... Er ist jetzt ein Prätor. Kommando allein sollte Ehre genug sein. Wow, das hat sich ganz gut aufs Einkommen jetzt ausgewirkt. So, Fraktion tritt Krieg bei Numidia gegen Ägypten. Bündnis geschlossen, Nabatea und Ägypten. Baubericht. Wieder fett, so wie sich's gehört. So, also jetzt die Frage, wie ich Ephesus greife, ich glaube ich mit der, mit meiner herannahenden Armee an. Die wird zwar noch ein bisschen brauchen, aber... So, Gaius Junius Darninius, dann haben wir hier... Titus Artius, ich weiß schon, was dieses T heißt. Metellus und Sextus Vespantus Scaviola. Er hat keinen Helm. Juwelier wäre nicht schlecht. Amphorenmacher. Bringt halt 200 Wohlstand, ne? Machen wir mal einen Juwelier. Ein Juwelier. Wir hungern nach einer Schlacht.
So, ich glaube, hier habe ich erstmal nichts zu befürchten. Dann werde ich mir jetzt Ankyra holen, bevor es die Parther tun. Oder werde ich mir Ankyra holen? Sollte ich mir Ankyra holen? Was gibt es denn da drin Strategisches? Oder warte ich, bis die Parther es sich snacken? Wäre eigentlich taktisch gar nicht mal so unklug. Ja, ich glaube, ich lasse Ankyra. Von den Partern habe ich erstmal nichts zu befürchten. Gut, der könnte hier durch den Wald Nicomedia angreifen mit seiner Armee, aber ich sehe ja, wenn er sie rausbewegt. Ich glaube, ich werde es jetzt tatsächlich so machen, dass ich Ephesos bald angreifen werde. Ich erwarte weitere Befehle. An die Arbeit, Männer! So. Hier wird ausgebaut und zwar im ganz großen Stil. Und zwar die ganze Stadt baue ich jetzt aus mit meinem Geld, das ich habe. Muss ja ein bisschen angeben, dass ich hier Cash habe und so. Es kann nur besser werden. Antonius ist fast am Ende. Sonst noch irgendwelche Ziele erfüllen? Ja, 60 Seeeinheiten unterhalten. Wofür man das auch immer muss. Also das mit den Seeeinheiten, das ist so bescheuert. So, unser verborgener Agent wurde entdeckt. Inspirierte Bevölkerung, Eigenschaft erhalten. Baubericht. Ermutigte Bevölkerung in Asia. Krieg erklärt. Galatien und Antonius Rom. Haha, dem geht's jetzt richtig an Kragen. Tja. Ja, und der Dingens ist natürlich gleich ganz intelligent hier. Was ist das für eine Taktik? Ich verstehe das einfach nicht. Ja, mir soll es gleich sein. Ich erwarte eure Befehle. Die Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert. Oh, voll durch den Mund, ey. So ein Schwert im Mund zu bekommen, ist sicher auch nicht nett. So, Sextus Pompeius Magnus, Rang 9. Hunger nach einer Schlacht. Nice one. Großer Anführer. Pax. Das finde ich cool. 12% mehr Moral. Komm. Großer Anführer. Ist die Frage, ob die sich auf absehbare Zeit an Kyra wirklich holen. Wir sollten da ein bisschen nachhelfen. Turmia Dentra, ich bin geschockt. Er wird jetzt definitiv mit den Armeen dann die Stadt wieder angreifen, aber das ist mir wurscht. Ja, ich hoffe, er hört dann auf zu plündern, weil das nervt gerade ein bisschen. So, das können wir mal abreißen. Das bauen wir um. Ich brauche Nahrung, 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 Nahrung und nochmal Nahrung und noch 50 Millionen mal Nahrung. So, Asia habe ich bald komplett unter meiner Kontrolle. Dann habe ich Excelsior auch erledigt. So, Thessaloniki wird jetzt erstmal ausgebaut. Wie sich das gehört.
vernachlässige gerade meine anderen Provinzen alle, aber das ist, ja, das ist nötig gerade. So, dann werde ich halt mit den Verteidigern des Magnus, werde ich dann nicht verteidigen, sondern ich werde damit Rhodos angreifen. Die liegen eh relativ brach im Moment. Weil ich ja gerade bewusst eigentlich... Ah, Welt der Wunder. Ephesos, das Mausoleum von Halikarnassos. Was bringt das denn? Ein Denkmal seines Ruhms und der Kunst des Erbauers. Minus 10% Baukosten, Fraktionswert und plus 10% Steuersatz, Fraktionswert. Das ist nice. Und zwar mal richtig. Antonius macht nix. Er bleibt mit seiner Armee da stehen. Na, ich werde ihm die jetzt unterm Arsch weg sabotieren. Aber mal sowas von. Das ist so dumm, hey. Der könnte sich die Stadt wiederholen. Oder kann das nicht? Der weiß es noch nicht. Oh, da wurde sowieso gerade irgendeine Aktion verübt. Nice one. Alle mobben ihn. Schade, ich dachte eigentlich, ich hätte jetzt eine schöne Echtzeitschlacht vor mir, die ich dann in den nächsten Part packen könnte. So, Marcus Flavinus Canus. Rang erhöht. Schön auf die Konvertierung skillen. Ja, liebe Freunde, aber dann packen wir andere Sachen in den nächsten Part und da hoffe ich, dass ihr dann wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Let's Play Total War Rome 2. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Euer Max. Ciao, Freunde. Macht's gut. Servus.